herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Ich hänge hier so rum an diesem Trapez. Ich begrüße euch zu... Da ist es schon wieder, dieses komische Trugbild. Ich dachte, ich hätte es eingesammelt. Wo schwebt es denn die ganze Zeit da hinten rum? So, jetzt behalten wir es mal einigermaßen im Auge. Ich begrüße euch zu Psychonauts wieder. Dem Spiel, in dem es darum geht, möglichst viele Trugbilder einzusammeln, die irgendwie durch die halbe Weltgeschichte eiern. Das ist unfassbar. So, jetzt kommt es hier so langsam wieder in meine Gefilde. Da habe ich's. Hahaha. So, jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Und jetzt können wir uns tatsächlich diesem Trapez-Dingens hier widmen. Und dann einfach mal mit voll Karacho unter Umständen dorthin überschwingen. Wow, das war gut. So. Und Obadubu. Okay, das war auch gut. Naja, das läuft. Das kann man durchaus, glaube ich, mal so lassen. Klicke den rechten, um in die Ego-Kamera-Perspektive zu wechseln. In der Ego-Perspektive kannst du dich mit dem rechten Stick umsehen. Mhm. Will man sich überhaupt umgucken? So, die nächste Frage. Achso, guck mal. Da oben, da ist doch... Schau mal einer, guck. Komme ich da hin mit so einem Sprung, oder? Das ist die Frage. Da muss man doch, oder? Von der Seite, oder? Kann man hier rüber? Ja, das sieht irgendwie... Sieht einigermaßen richtig aus. Ich glaube, so können wir das Geheimnis dieses Flugzeugwracks tatsächlich lüften. Hallöchen. Ja. Eine kleine süße Handtasche im Gehirn des Kernels. Oh nein. Das ist bestimmt irgendwie so seine weibliche Seite, die hier vor sich hingeflennt hat. Unter Umständen. Deswegen ist auch eine kleine Handtasche, weil er hat nur eine kleine weibliche Seite. Allen geistigen Müll eingesammelt. Ups. Okay. Das war ein bisschen sehr optimistisch zugegebenermaßen, aber okay. Zumindest bleiben die Dinger trotzdem eingesammelt. Das finde ich sehr nett. Also sie könnten ja auch sagen, nö, du darfst jetzt alles nochmal von vorne einsammeln. Aber da machen sie dann auch tatsächlich einen Punkt und sagen so, okay, was du mal hattest, das hast du. Und das lassen wir dir auch. Fast zum Teufel. Ich hätte jetzt gedacht, dass man auf diesem Seil hier entlang laufen kann. War das zu optimistisch gedacht? Ja. Na doch, nee. Er läuft hier munterflockig entlang. Sogar besser als gedacht. Okay. Jetzt ist da oben aber noch ein Trugbild. Musst du alle Trugbilder haben? Nein, du musst nicht alle Trugbilder haben. Aber ich sammle sie trotzdem ein. Ja, da bin ich irgendwie... In der Beziehung bin ich eigen. So, was ich haben kann, das hole ich mir auch. Okay. Ja, das war doch einigermaßen erfolgsversprechend bis zu diesem Moment hier. Trapez. Wow. Okay, zumindest was eingesammelt. Weiteres Trugbild der Verdammnis. Richtung wechseln. Mhm. Soll ich denn? Ja, genau, ich soll irgendwie dort hinüber. Okay. Ui! Aha. So, jetzt war hier noch irgendwo ein Trugbild, das durch die Gegend schwabumste. Da schwabumst so herum. Komm, ich habe dich. Okay, alles klar. Ist sehr verwirrend aufgebaut, sein Gehirn. Also ich glaube, wenn man in mein Gehirn reingucken würde, da wäre das viel aufgeräumter und viel schöner und viel fischiger. Das, ihr würdet euch keine Vorstellung machen, wie das, also, so ein schönes... Ach du Scheiße. Was ist jetzt? Sonic? Benutze den linken Stick mit X, um die Schiene zu wechseln. Bewege vor und zurück um Geschwindigkeit. Aha. Aha. Das ist tatsächlich wie Sonic. Oh, geil. Uhu. Ich bin verliebt. Also allein, oh, hoffentlich gibt es solche Passagen häufiger im Spiel. Ich liebe sowas. Ups, ups, wow. Ui, ja, jetzt sammle ich natürlich nicht alle Trugbilder ein, aber okay, das möge man mir an der Stelle einfach mal verzeihen. Ich liebe sowas. Sonic, wuhu. In der Fahnenstange, Blödmann. Ich habe ihn nicht wirklich gesehen. Scheiße.
Okay. Ist aber kein Problem. Dann machen wir den ganzen Quatsch eben nochmal. Diesmal mit Supersonic Speed. Oh yeah. Jetzt fehlt mir nur wirklich die richtig coole Sonic-Mucke. Und es funktioniert hier sogar leidlich besser als bei Sonic, sage ich mal. Also ich vergleiche es jetzt einfach mal mit Sonic Adventure 2 Battle, weil das so ziemlich das Sonic-Spiel ist, was ich am häufigsten gespielt habe. Ach. Es ist auch wirklich nicht so einfach, den zu erkennen da, offen gesagt. Aber okay. So, warum funktioniert das hier besser? Ganz einfach, weil man wirklich das Gefühl hat, man sitzt fest auf den Stangen drauf. Bei Sonic ist es so, dass man immer noch ziemlich passgenau springen muss, von Stange zu Stange. Damit man nicht einfach so den Löffel abgibt. Aber hier macht er das fast schon ein bisschen automatisch. Ende der Fahnenstange, Blödmann. Nee. Ups. So. Hat funktioniert. Perfekt. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für die absolut fair gesetzten Checkpoints. Das ist ja immer so etwas, was viele Spiele auf eine gewisse Art und Weise kaputt machen können, aber hier funktioniert das super. Man fühlt sich zwar irgendwie ein bisschen blöd, wenn man irgendwo einen Abgrund runterspringt oder so, aber dadurch, dass man ja direkt im Anschluss weitermachen kann, ist alles nicht so schlimm. So, jetzt könnte ich mich wieder Teleport schnupsen, wenn ich Lust hätte. Machen wir aber nicht. Stattdessen munterflock ich weiter. Und ich stelle jetzt einfach mal die blümerante Frage. Aha, der gute alte, lustige, rollende Baumstammtunnel. Sind wir bald da? Ein Klassiker, aber echt hart. Also pass genau auf. Lassen wir den Quatsch. Da kommst du niemals durch. Naja, also eine Herausforderung, aber wir kriegen es hin. Aha, das meinte er mit rollender Baumstammtunnel. Ach du Scheiße. Irgendwie gehe ich hier richtig? Oder das fühlt sich so falsch an. Vor allem perspektivenmäßig. Ich bin verwirrt. Ein ganz klein wenig verwirrt. Und vor allem verwirrt, dass er die ganze Zeit nicht irgendwie die Mücke macht und komisch abrutscht. Aber nö. Ging. War ja dann doch easier als gedacht. Und oh wow, wieder Sonic. Hallo? Okay. Hallo? Bin wohl zu früh. Okay. Was ist das da hinten? Irgendwie sieht das interessant und spannend aus. Bin mir jetzt nur gerade ein bisschen unschlüssig. Hallo? Ich glaube, ich soll da hinten sogar rein, in diese komische weiße Tür. Na gut. Ist das Innere? Ist das... Was ist das hier? Die Siegesfeier-Plattform? Oder irgendwie sowas in der Art? So komisch. Gehen wir einfach mal hier hinten hin. So. Das sieht irgendwie aus wie ein Vorhang oder so. Hallo? Einen Moment, mein Sohn! Was zum Teufel hast du hier drin eigentlich zu suchen? Auch nichts weiter, nur den Ausgang. Oh, tut mir leid, dass du es so schnell geschafft hast. Frag mich, wie du es überhaupt geschafft hast. Du hast mich überrascht, Kleiner. Hier, du hast es verdient. Dein erstes Psychonaut-Abzeichen. Unser erstes Psychonaut-Abzeichen. Wie so ein Pfadfinder-Abzeichen, ja? Na gut. Boah, ja, und wir kleben es auf unserem Rucksack. Ja, nein. Wuhu! Voll abgespaced. Ach, ich bin stolz, wenn ein Soldat lebend aus dem Feld zurückkehrt. Jetzt entschuldige mich. Ich muss zurück. Da warten ein paar gute Männer auf mich. Okay. Na gut. Viel Spaß, Sir. Und so weiter und so fort. Wir haben das Tutorial geschafft. Glaube ich zumindest. Und jetzt kommt das Spiel wahrscheinlich noch mit 10 anderen Tutorial-Missionen hinterher. Es würde mich fast nicht wundern, aber ich hoffe jetzt einfach mal das Beste. Bin gespannt, was jetzt für eine Stimmung im Camp herrscht, nach diesem glorreichen Einsatz, der zahlreiche Leben nicht gekostet hat. Vermutlich.
Aber na gut. Du hast uns alt aussehen lassen. Du kriegst Ärger. Bobby Zilch ist sauer. Sieh dich bloß vor, du Brillenheini. Ist was, Filzbirne? Hast du ein Problem? Hey, ihr Hirnis. Nur die Ruhe. Wie? Hast du Angst, dass ihm was zustößt, deinem Freund? Nö. Aber Sascha Nein steht direkt hinter euch. Deine Leistung, junger Kadett, war überragend. Melde dich in meinem Labor zum Training für Fortgeschrittene. Oh, Ratz, der Spatz ist jetzt in der Spezialklasse. Benny, erinnere mich, ihm eine Spezialabreibung zu verpassen. Diese Tests sind unautorisiert. Ich kann dich nicht bitten zu kommen. Aber wenn du zufällig da bist, was kann ich dafür? Ich habe hier noch was für dich. Denk daran, du hast ein einmaliges Talent, Rasputin. Manchmal ist Isolation gar nicht so übel. Sie führt zu wichtigen Entdeckungen. Moment, ich weiß gar nicht, wo ihr Labor ist. Ist das eine Art Test? Manchmal ist Isolation gar nicht so übel. Sie führt zu wichtigen Entdeckungen. Und jetzt höre ich Stimmen. Toll. Naja, in einem Psychocamp irgendwelche Stimmen zu hören, dürfte jetzt auf eine gewisse Art und Weise fast schon der Normalität entsprechen. Res hält einen Gegenstand in der Hand. Um diesen auf eine Person anzuwenden, gehst du zu ihm, ihr und drückst Blub. Okay. Drücke Blub, um den Knopf Coach Oleander zu zeigen. Wissen Sie, wo der Knopf hingehört, Coach? Hey, du hast einen Knopf aus der geodätischen Psychoisolationskammer gestohlen. Nein, habe ich nicht. Ich habe ihn von Bobby Zilch. Hätte ich wissen sollen. Der Typ verbringt mehr Zeit im Arrest als in der Schule. Fast so wie ich, als ich noch jung war. Nun dann, bring ihn zurück. Jawohl, Sir. Hey, Coach, wo ist die Geo... Weißt du nicht, wie man eine Karte benutzt? Jawohl, Sir. Entschuldigung. Karte ist ein gutes Stichwort. Wir haben hier in der Tat eine Karte. Die müsste hier sein. So, bewege den Blub zum Navigieren. Jetzt wäre es nur unfassbar gut. Ach so. Das Grüne da. Wahrscheinlich. Das Grüne. Das ist... Wow, naja. Es ist kein Skyrim, aber es ist verhältnismäßig groß, sagen wir es mal so. Größer als gedacht zumindest. Übrigens, ich habe gelesen, das Spiel hat eine durchschnittliche Spielzeit, wow, von knapp 20 Stunden. Weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht. Weiß nicht, ob das so ein Richtwert ist für gute Spieler, für mittelmäßige Spieler, für schlechte Spieler. Es ist ein Hinweis auf den Standort seines Geheimlabors. Keine Ahnung. Wir werden es... Wir werden es so nach und nach dann ja selber sehen. Aber 20 Stunden ist schon ja, relativ ordentlich für so eine Art von Action-Adventure, denke ich jetzt einfach mal. Ist okay. So, gibt es irgendwelche Leute, die mit mir quatschen wollen? Ich schließe meine Augen, ja? Und dann zähle ich bis 100, okay? Und dann versteckt ihr euch alle. Alles verstanden? Vernon, wir spielen hier Verstecken. Wir brauchen keine Nachhilfe in Mathe. Verstanden. Du zählst und dann verstecke ich mich in dem Busch da. Toll. Eins. Milka, du bist ein Genie. Komm schon, Logan. Hey, wartet. Das erinnert mich an eine Geschichte. Es geht dabei ums Zählen. Hallo? Mann, ihr seid wirklich gut. Herrlich. Sollen wir ihm jetzt helfen? Kommt dir dieser Knopf bekannt vor? Mensch, der ist aus der geodätischen Psychoisolationskammer. Einmal habe ich da drin 3 Tage lang festgesessen. Die ersten 10 Minuten gingen ja noch, aber die nächsten 5 waren ziemlich gruselig. Dann war ich 3 Minuten lang benommen. Und dann... Hey, ich glaube, da drüben ist Elka. Wo? Anstrengendes kleines Kind. Sehr anstrengendes kleines Kind. Aber okay,
Gut, ja, dann, puh, ja, dann gehen wir doch unseres munterflockigen Weges. Angebot im Hauptladen. Hört ihr? Traumwatte, sehr bekömmlich. Man sollte stets die Taschen voll haben, um seine geistige Gesundheit zu stärken. Ach so. Sollte ja irgendwo auch noch so eine Art Shop oder sowas geben, oder? Glaube ich zumindest. Steht hier was drauf? Nee, doch, nein, zentrales Lagergelände. Zieleine. Aber ich muss zu Sascha Neins Geheimlabor. Vielleicht hättest du vorher dran denken sollen. Ich habe vorher dran gedacht. Darum bin ich ja hier. Genau. Jetzt musst du Zoll zahlen. Eine Pfeilspitze. Bezahlen. Ich habe dieses Ding gefunden. Sucht ihr etwa so etwas? Das ist eine Pfeilspitze. Wie kommen die hierher? Franke, kann der Neue wirklich so blöd sein? Das Lager wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut und... Hey, toll! Die Indianer haben hier ihre Toten begraben? Nein, natürlich nicht. Sie haben ihre Pfeilspitzen hier begraben. Sie sind im Boden vergraben, aber manchmal steigt ein bisschen Gas auf. Genau wie Coach Oleander. Wenn du also eine siehst, zieh sie einfach aus dem Boden. Wie Trüffel. Auf jeden Fall will ich eine haben. Reizende Ladies. Sind alle so nett hier in diesem Camp. Das ist unfassbar. Gut. Dann gehen wir dort mal herüber. Keine große frei begehbare Welt, sondern mit Ladesequenz. Na gut, okay, alles klar. Indianerfriedhof. Ah, Pfeilspitzen sind hier begraben. Keine Indianer. Interessante Definition des Ganzen. Weiß ich nicht genau, ob das aber vielleicht tatsächlich eher daran liegt, dass sie kleine Kinder sind und deswegen über gewisse Dinge nicht näher nachdenken wollen. Und deswegen liegen hier eben laut ihrer Definition nur Pfeilspitzen begraben. Hey, du da, komm her! Ohne Liste keine Schnitzeljagd! Melde dich wieder, wenn du genug Zeug für deine erste Beförderung hast. Jetzt zisch ab! Finde 8 Gegenstände und du steigst um 4 Stufen auf. Finde die restlichen 8 Gegenstände und du steigst um weitere 4 Stufen auf. Eine goldene Eichel, Fruchtbarkeitsidol, Bergmannsschädel, Saurierknochen, Taucherhelm, Kirschholzpfeife, Piratenfernrohr, Adlerklaue, Kondorei, Psychonautencomicheft 1, Putensandwich, Fossil, Glasauge, Voodoo-Puppe, Goldene Uhr, Golddublone. Warum steht hier Psychonautencomicheft 1? Und es gibt keine 2. Wo bekomme ich? Hey, wo ist der hin? Wie schafft es der alte Knacker, so schnell zu verschwinden? Hätte ich solche Gegenstände schon haben können oder sollen? Man weiß es nicht genau. Okay, uns steht jedenfalls ein vollkommen neues Gebiet offen. Mal gucken, ob wir Sascha, habe ich mir den Namen richtig gemerkt, ob wir einen Typ im schwarzen Anzug tatsächlich wiederfinden oder auch nicht. Ja, das nehmen wir uns dann einfach mal für das nächste Mal vor. So, okay, ich war der Herringway, das war Psychonauts für den Moment. Ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.